Klick rein, Quiztime! Ich habe ja schon mit einem Shorts das ganz kurz angetestet und ich würde sehr, sehr gerne ein neues Format einführen beziehungsweise mit diesem Video als Generalprobe quasi richtig testen. Und zwar soll es ein kleines Quiz sein, bei dem vielleicht auch ein bisschen was Wissenswertes rumkommt und ihr als meine Zuschauer vielleicht so ein kleines bisschen gegeneinander antreten könnt. Es wird in der Gesamtheit 5 Fragen geben, eine Wissensfrage, einmal eine Frage über Gemeinsamkeiten, eine Schätzfrage, eine Frage über Unterschiede und einmal Watch Morph. Das war das, was ich in meinem Shorts schon mal angetestet habe. Pro Frage soll es 2 Punkte geben. Bei einigen Fragen werde ich euch anbieten, das Video auf Pause zu drücken, länger nachzudenken, als ich eigentlich vorgeben möchte, vielleicht sogar ein bisschen zu googeln. Dann seid aber bitte so ehrlich und berechnet euch nur einen Punkt für die richtige Antwort und nicht 2, weil ansonsten wäre es unfair. Und am Ende schreibt gerne die Punktzahlen in die Kommentare rein und dann gucken wir mal, ob das gut ankommt, wer gewinnt, ob ich das vielleicht einmal im Monat mache, was ihr davon haltet. Ja, das ist meine Idee, das würde ich gerne umsetzen und ich fange mal einfach mit der ersten Frage an. Wie viele Uhrenmarken mit Sitz in Frankfurt gibt es? A. Eine, B. Zwei, C. Drei oder D, mehr als 3. Ich gebe jetzt mal 15 Sekunden zum Nachdenken. So, jetzt gebe ich euch die Chance, auf Pause zu drücken, falls ihr die Antwort noch nicht wisst oder erahnt. Haltet das Video an, denkt noch länger nach, wenn dann die Antwort aber richtig ist, wie gesagt, bitte nur einen Punkt notieren. Ja, und es sind mindestens 4 Uhrenmarken, die den Sitz in Frankfurt haben. Am bekanntesten sind, habe ich schon ganz viele Videos drüber gemacht, muss ich glaube ich nicht besonders viel zu sagen, dann Guinan. Das sind die beiden Marken, die sehr stark mit Helmut Sinn verbunden sind. Auch zu Guinan habe ich viele Videos gemacht, muss ich auch nicht besonders viel zu sagen. Die dritte Marke sitzt in der Klassikstadt. Übrigens ein wirklicher Ausflugstipp, lohnt sich in jedem Fall da mal vorbeizufahren. Das sind Hacher-Uhren. Hacher-Uhren hat auch eine kurze gemeinsame Geschichte mit Sinn, weil der Inhaber von Hacher war Praktikant oder mal als Lehrling bei Sinn. Ganz genau habe ich es nicht mehr im Kopf, aber es gibt da in den Ursprüngen eine kleine Gemeinsamkeit. Hacher hat danach sehr viel mit der deutschen Rallye-Legende Walter Röhrl zusammengearbeitet. Die Uhren werden in der Schweiz gebaut, aber die Firma sitzt in Frankfurt, Hacher Uhren. Und die vierte Marke ist eine Marke, die man nicht unbedingt direkt mit Uhren in Verbindung bringt. Das ist Degussa, die deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, die aber auch Uhren macht. Und zwar auch Degussa gelabelte Uhren, sitzt in Frankfurt, ist die vierte Marke. Vielleicht gibt es noch mehr, es sind aber in jedem Fall mehr als 3. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Was haben diese 5 Uhrenmarken gemeinsam? Erstens Laco, zweitens Stova, drittens Lange und Söhne, viertens Wempe, und fünftens IWC. Ich gebe wieder 15 Sekunden zum Nachdenken. Wer noch länger nachdenken möchte, kann jetzt auf Pause drücken. Wie gesagt, wenn die Antwort richtig ist, bitte nur einen Punkt. Für alle anderen gibt es jetzt die Lösung. Die 5 genannten Marken Stova, Laco, Lange und Söhne, Wempe und IWC
sind die fünf Marken, die im Zweiten Weltkrieg die originalen Hersteller der Fliegeruhren Baumuster Typ A und Typ B des Reichsluftfahrtministeriums waren. Das sind die fünf klassischen originalen Produzenten der typischen Baumuster Typ A, Typ B Fliegeruhren. Das ist die Gemeinsamkeit. Kommen wir zur dritten Frage. Eine Schätzfrage, die könnt ihr unmöglich wissen. Ich habe es in der Gesamtheit noch nie gesagt. Insofern gibt es auch nur zwei Punkte. Ihr braucht auch nicht auf Pause zu drücken. Ihr könnt es sowieso nicht rausfinden. Ihr könnt es nur raten. Wie viele Quarzarmbanduhren habe ich in meiner Sammlung? A. 1 bis 10. B. 11 bis 20. C. 21 bis 30. Oder D. Mehr als 30. 15 Sekunden ab jetzt. Ja, das war's. Wie gesagt, ihr konntet eh nur raten. Ich habe 18 Quarzarmbanduhren in meiner Sammlung. Das heißt, Antwort B, 11 bis 20 war richtig. Die vierte Frage, dies ist der Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen einer Uhr mit einem Solarantrieb und einer Uhr mit einem Kinetikantrieb? Kurz überlegen, zwei, drei Stichworte reichen. Ihr erkennt dann, ob es richtig war oder nicht. 15 Sekunden ab jetzt. Wenn ihr es noch nicht wisst und gerne länger überlegen möchtet, Pause drücken, bei richtiger Antwort nur ein Punkt, sonst zwei. Ihr erkennt es mittlerweile. Bei einer Uhr mit Solarantrieb speichert die Uhr die Sonnenenergie in einem Energiespeicher und gibt die Energie für den Antrieb der Uhr aus diesem Speicher kontinuierlich ab. Keine Sonne oder kein Licht heißt keine Ladung. Die Uhr entlädt sich und läuft nicht. Das ist ganz, ganz kurz formuliert die Grundidee der Solaruhr. Bei einer Kinetikuhr wird auch Energie in einem Energiespeicher gespeichert, allerdings keine Sonnenenergie, sondern Bewegungsenergie. Wenn die Uhr am Arm ist, gibt es einen Rotor, ähnlich wie bei einer Automatikuhr. Dieser Rotor treibt einen kleinen Dynamo oder etwas in dieser Art an. Und die dort entstehende Energie wird dann gespeichert und kontinuierlich abgegeben. Das heißt, diese Uhr funktioniert auch in totaler Dunkelheit, braucht aber im Gegensatz zu der Solaruhr Bewegung. Die Solaruhr kann liegen, solange sie nur Licht hat. Und die letzte Frage ist Watch Morph. Ich zeige euch zwei Uhren übereinander und weil das echt nicht leicht ist, gebe ich euch für dieses Thema 20 Sekunden. Danach, wer möchte Pause, ihr kennt das. Die 20 Sekunden laufen ab jetzt. Ja, wer es noch nicht erkannt hat, kann jetzt gerne auf Pause drücken, einen Punkt verschenken, vielleicht einen Punkt gewinnen, noch was länger nachdenken, sich das anschauen. Für alle anderen kommt jetzt die Auflösung. Es handelt sich um die Mühle Glashütte Teutonia 2 Tagdatum und die Nomos Tangente 38. Die Mühle Glashütte Teutonia 2 Tagdatum kostet am Leder 2150 Euro, ist bis 10 bar wasserdicht, 41 mm im Durchmesser, Bandanstoß 20 mm, Bauhöhe 12,3 und sie wird angetrieben von einem Sellita SW 240-1. Die Nomos Tangente kostet am Leder 1620 Euro, 3 ATM wasserdicht, ein Durchmesser von 37,5, 19 mm Bandanstoß und lediglich 6,7 mm flach. Das Werk
habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Ich schreibe es unten in die Videobeschreibung rein oder ihr schaut einfach auf der Nomos-Seite nach. Das war mein kleines Quiz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schreibt es gerne in die Bemerkung rein, schreibt eure Punktzahl rein und lasst mich wissen, ob ihr da vielleicht so im Monatsrhythmus sowas gerne wiedersehen möchtet. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, euer Axel.